Vielleicht befindest du dich gerade in einer Situation, die dich wirklich bedrängt und die dich beängstigt. Vielleicht befindest du dich in Lebensstürmen, wo du hin und her geworfen bist und du hast keinen Frieden im Herzen. Im Gegenteil, da macht sich sowas breit wie Furcht, wie Angst, wie Erschrecken und du weißt nicht, wie komme ich da durch. Ich habe gelesen, dass der Herr uns im Neuen Testament für diese Situation ein Wort der Ermutigung mit auf den Weg gegeben hat. Es steht in Philipper 4, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir das Wort Friede hören, dann meinen wir so im ersten Moment, dass wir da immer an Friedensverhandlungen denken, an Frieden, der in irgendwelchen Verträgen geschlossen wird. Oder vielleicht im Alltag, nun vertragt euch doch endlich wieder. Im Eigentlichen hier in diesem Text ist das Wort Friede im Ursprung gemeint mit Shalom. Der Shalom Gottes ist aber etwas, was viel, viel mehr ist als Friedensverhandlungen oder nun macht ihr doch keinen Stress. Der Shalom Gottes, das ist etwas, was sich in unseren Gedanken, in unserem Herzen, über unser ganzes Leben, Geist, Seele und Leib lagern möchte. Es spricht von einer Ganzheit, von einer Wiederherstellung, von einer Versorgung Gottes. Der Shalom Gottes ist so viel mehr als das, was wir allgemein so mit diesem Wort Friede verbinden. Und ich wünsche dir, dass in deine Situation heute dieser Shalom Gottes ganz neu hineinkommt, Fuß fasst und dass du ganz neu diesen Shalom Gottes für dich ergreifen kannst. Für alle, die in Furcht und Angst und Erschrecken und Unruhe sind, möchte ich dir sagen, wir beten, dass Gott ein übernatürliches Werk jetzt in deinem Leben tut. Dass der Shalom Gottes jetzt in dein Leben, in deine Situation hineinkommt. Dass du spürst, wie dieser Shalom Gottes dich ganz und gar erfüllt, Geist, Seele und Leib. Und dass du sicher sein kannst, in diesem Shalom Gottes eingeschlossen zu sein, getragen, ummantelt. Ich wünsche dir, dass du heute die Erfahrung machst, Gott hat mehr für mich.